So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und reinguckt. Wir spielen weiter Thimbleweed Park und sind unterwegs, um den Mörder zu finden. Okay, es geht hier also nicht raus. Und wir haben erfahren, dass es Leute gibt, die da versuchen, gegenseitig diesen Mord in die Schuhe zu schieben. Dann gibt es Chuck, der... Oh, sie wollen uns auch hier rausschmeißen. Dann gibt es Chuck, der große Magnat. Hier sieht überall, ist schon wieder ein Staubkorn, ne? Was hat's damit auf sich? It's out of order. The coin slot is filled with glue, the buttons are missing and the cord to the receiver is cut. Otherwise, okay. It looks fine. Also man kann's nicht benutzen. Also was hat's damit auf sich? Aber nichtsdestotrotz, also wir hören von einem übermächtigen Menschen, der die Stadt quasi als großer Magnat gehabt hat, der Chuck. Da müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Es gibt da so ein paar Neider. Außenbezirk. Oh, eine neue Zwischensequenz. Hello, Reno. Yes, sir. Yes, sir. It is quite annoying. No, sir. Yes, sir. They have been taken care of. Yes, sir. Permanently. Oh, yes, sir. Violently. No, sir. Yes, sir. Yes, wrestling was quite good tonight. Goodbye, sir. Von wem kriegt der... Also der fordert uns heraus. I'd rather wait for the hotel bell. Aha. No way am I gonna look in there. I can save trees. Employees must always wash their hands. I look good. That's a huge toilet. Seems out of scale. That's a huge toilet. Seems lots of superabsorbent paper Dann on this nehmen wir uns doch mal das Toilettenpapier. Brauchen wir nur eins? One sheet is enough. Ugh. They're all used up. Okay, da ist noch mehr Staub. Ich weiß ja nicht warum, aber... Vielleicht gibt's... Ist das so ein Running Gag in diesem Spiel? Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Vielleicht ist das so ein Running Gag, dass man irgendwie alle Staubteile einsammeln muss oder so. There aren't any maps left. Sorry, little dudette. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Didn't even pay for them. Something about immature dominion or something like that. Hi there, I'm Quickie Pal Leonard. How can I help you? I'm Special Agent Ray. I'm not Holden, if that's what you're thinking. Do you know anything about the body by the river? No, but I heard the sheriff nearly ralphed when he saw it. The only bods I've seen lately are the righteous babes on the top shelf of the magazine rack. I'm not surprised the only women you see naked are in magazines. Have you seen anyone acting suspiciously around town? Actually, now you mention it, I did see something suspicious a couple of nights ago. I was on the late shift getting ready to close up and grab some za when Willie, the town bum, walks in. Was totally whack when I think about it. Warum? Why did Willie seem suspicious to you? Well, normally we have to toss him out because the dude smells grody and he never has any money. But for the first time in forever, Bro pulls out this wallet and flashes a fat stack of dead presidents. I thought it was kind of bitchin' when he bought out the liquor cabinet. Aha, also hat er die... Das ist seine Brieftasche, da? Gut. Could the wallet you saw have belonged to Willie? Oh, no way! That wallet was his! I
figured he got lucky and found it. Also, wir müssen irgendwie da dran kommen. I'm pretty sure the wallet had some weird red stains on it. At the time, I thought it was the cherry mouthwash he drinks, but it could have been blood. Als ob Mundwasser dieselbe Konsistenz wie Blut hätte. Aber hey, gut. Lassen wir uns mal den Jungen ein bisschen einschüchtern. So, what's your deal, Leonard? Dude, how do you know my name? Are you like telepathic or something? No, you just told me your name, and it's also on your name tag. Do you like your job here at the Quickie Pal? Heck yeah! I got a freaking sweet deal here, with free coffee and minimum wage. Plus, I don't get many customers on the late shift, so I get plenty of time to think. You said you get a lot of time to think. I'm like an abstract thinker, way ahead of the curve, man. My mom says I should be more like my cousin Bernard, who got a scholarship to MIT. But why be like that dweeb when I could be like Chuck Edmund? Tell me about Chuck. He's my freaking hero, man. Dude never went to college. Just started building his machines when he was a kid. That guy made this town rich just by doing what he loved. Suzu. You seem to really admire Chuck. That's why I dropped out of high school. I don't want to live my life for the man like some peon in a polyester cage. No offense. Offense taken. These flickering lights are going to drive me insane. Yeah, it's a trip, isn't it? Oh, they're even better if you get a little toked up and, I mean, so. Yes, officer, I'll get those fixed right away. What do you think about the state of the town? Nutzen wir mal alle Just ignore Optionen the losers aus. Who say this town is over. I mean, not even. We got everything a person could ever need here in the Quickie Pal for one. Na gut, dann gucken wir mal, was es hier alles so gibt. It's an I'm sorry for forgetting your birthday card. It's an I'm sorry you're feeling like beep card. Jeez. Let me know if I can help you find anything. It's an I'm sorry your face won't come off card. There's a picture of a clown with big hair. No thanks. Sure are a lot of them, though. Guess no one's really sorry about this. It's an I'm sorry you were cut out of the inheritance card. Let me know if I can help you find anything. Isn't this kind of rubbing it in? I'd play if it were a sure thing. Okay, nee, Lotto kann man nicht. Gibt's hier das nur die Karte? Let me know if I can help you find anything. Oh, eine Menschenfresse. It looks hungry. I don't have an extra finger, though. Better leave it be. Kann ich mit dem irgendwas anderes anspielen? How can I help you? I'm not holding, if that's what you're ja, thinking. Ja, das wissen wir ja. Na gut, alle Optionen ausgibt, dann gehen wir wieder. Oh. It's a video camera. Da ist eine Videokamera, die kann ich auswählen. Das heißt, es wird irgendeine Option geben. Looks pretty dark down there. I can't see anything there, but it's pretty stinky. I can't open that. Okay, da wird wahrscheinlich der Penner drunter schlafen. Oh, hier geht's raus. Oh, guck mal da. Ein Aussichtspunkt. Und schöne Pixel-Grafik auslaufen. Sehr cool. Sonnenuntergang. Da gehen wir mal rüber. Whoa, there, little Agent Reno. You can't just go bumbling around Was? The county without a map. It's too easy to get lost. There is a killer Reno on the loose. Das ist echt ein lustiger, ich glaube, das wird so ein Ohrwurm, geflügeltes Wort oder so. Killerino on the loose. Wenn ich noch mal in der Band spielen würde, dann könnte man das so nennen.
So, aber ich bin Bundesagent. I can take care of myself. And a darn fine agent, I'm sure of. But we have laws around here, and everyone is required to have an official map. Aha. A map? Seriously? Oh, yes, and not just any map, but an official map. Aren't there some donuts that need eating? Er hat doch alle mitgenommen. Well, ich muss ihm sagen. Oh, those donuts aren't gonna eat themselves. But we have laws around here, and everyone is required to have an official map. And where would I find this official map? Well, the county is plumberino out of them. Aha. This really messes up your investigation. Der hat so viel Dreck am Stecken. Shall I mark the case as unsolved? Not a chance. Ha, ha. The feds never give up. Dein schlimmster Albtraum sein. The federinos never give up. I see. Now you're mocking me. Okay, wir brauchen also die eine Landkarte, die gibt's aber an der einen Stelle nicht. Aber es gibt doch die eine Landkarte. Warte mal. Gut, dann guck mal, was das ist. So. Wir finden eine Landkarte. Wir wissen, ich habe ja gesehen, wo es eine Landkarte gab. Have you seen my dime? Nee, hier ist es nicht. Donuts? Da. Aber die kann ich nicht nehmen, glaube ich. Da wird die, die hat ja gerade schon da gemeckert. Oder eben hat die gemeckert, dass man die nehmen. Aber die wartet auf ein Dingens. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call from the sheriff's office about a woman by the diner littering. Okay, das heißt, ich werde mich hier hinstellen. Sie ist die einzige Reporterin hier. Das heißt, ich bleibe jetzt hier stehen. Die geht jetzt schön zurück, geht in die Stadt. Komm, geh mal schneller. Dann lass mir die schnell in die Stadt rennen. Da. Kann ich hier noch schneller? Warte, was ging schneller? Doppelklicken, gehe zur Stadt, dann rennen wir schnell durch die Stadt, bis wir zum Polizeirevier. Polizeirevier? Ich soll nicht so schnell reden, denke ich. Das vergesse ich immer. Tut mir leid. Entschuldigung. Hier. Stadthalle. Dann gehen wir oben ins Polizeirevier. Und dass wir eine Dame... It's a police radio. Genau. Looks like it's on and ready to use. Nutze das. Mitteilung all humans. Überprüfen Sie eine Frau nahe dem Diner. Nee. Müll produziert. It's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map. Okay, zack, natürlich nehme ich die Karte. Nehme die Garantellenkarte. Damit werde ich nicht raus. Hello, just leaving? I assume that's a map in your pocket and you're not just glad to see me. Please return it to its frame. Ja. Thank you. Well, that last story was a bust. Verdammt. Maybe the next one will be better.
Okay, ich werde den die Karte kopieren müssen. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call from the sheriff's office about a woman out by the circus being noisy. It's a police radio. Dann probieren wir es nochmal. Also ich kann nicht rausgehen, dann ist sie sofort da. Mitteilung an alle Einheiten. Eine Frau beim alten Zirkus. It's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map. So, also los. Nehmen die geahmte Karte. Benutze Karte auf Copytron. What a nice copy. And in color too. Okay. Nimm. Nutze Landkarte des Bezirks auf leeren Rahmen. Dann gehen wir mal wieder. Zack. Wie viel von den Karten habe ich denn? 1, 2, 3, 4. So. Noch ein Staubkorn. Das heißt, wir sollten uns jetzt wohl treffen. Ne? Das hat ja gut geklappt. Tada! Dieses hübsche um die Ecke denken, ne? So, schnell wie der Blitz zu ihm. I hate this town. Das kannst du weiter heißen. So, aber die kriegt erstmal, gib erstmal ein Notizbuch. Thanks. I hope you kept your eyeballs off it. Ja. Gib. Whatever. Gib die zweite Landkarte. Okay, das haben wir. Was kann ich denn? Ach, ich könnte dir auch noch. Gib Staubkörner an. What am I going to do with a pile of dust? Und gib. Ich weiß nicht, warum du das brauchst. Like I don't have enough to carry already. Du bist so eine Jammertante, ne? Echt, aber vielleicht geht's dir einfach damit besser, wenn du die ganze Zeit da so rumjammerst. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Ne? Gut. Nutze Klebeband auf. I'll keep it outside of the kit. Na gut. Dann lass uns mal losgehen. Und vielleicht können wir jetzt den Bezirk verlassen. Wir haben hier eine Karte. Außenbezirk. Dann gehen wir ganz schnell zum Aussichtspunkt. Das ist eine nette Funktion, muss ich gestehen, in dem Spiel, dass du halt auch schnell irgendwo hingehen kannst. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Ja, mal gucken. I have an official map right here. Oh, I see. Well, that looks legit Areno. Odd. I thought I... well... Tja, du hast da was versucht und es ist schief gegangen. I better return all these maps to the Quickie Pal. Tada! Die Festnahme. Wie viele Teile hat das denn? Na gut, okay. I feel like we're getting close to cracking this case. The only thing you're getting close to cracking is my patience. Ich glaube fast nicht, dass das so ist. Together and I can get on with my, I mean, we can get out of this town as quickly as possible. Agreed. So, womit fangen wir denn an? Die Programmiererin? We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion. There is something odd about her. Yeah, a woman with a brain. Definitely suspicious. Die ist einfach nur süß. We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion. There is.
We need to talk to that crazy clown at the circus. He's got serial killer written all over him. Wouldn't it be quicker to just shoot him? Wir brauchen einen Abgleich der Blutspuren. Using the Bloodtron with a blood swap from the body and Willy's blood wallet. Ja, genau. We need a fingerprint match. Using the Fingertron with a fingerprint from the murder weapon and an official fingerprint. Ja, das haben wir ja schon. We need to identify the body using the Facetron with a photo of the body and the victim's photo ID. You mean like a driver's license or passport? Richtig. Or Burger Shack loyalty card recognized around the world? Okay, eigentlich wissen wir, was wir tun müssen. Wir können einen Teil schon hier machen und einen anderen Teil nicht. Oh, was ist denn das? Die Karte. Na gut. Halten wir an der Stelle an und ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War also erstmal bei den Videos. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Und dann sage ich bis hierhin erstmal schon vielen, vielen lieben Dank.